Hallo und herzlich willkommen zu Freundschaftskräfte. Alter, was ist hier oben schon wieder los? Ich war die ganze Zeit im Keller. Meine Güte. Irgendwie funktioniert das nicht so zuverlässig mit dem Einsaugen. Vielleicht sollte ich hier ein Stückchen weiter noch mehr Kisten hinstellen, die einsaugen. Keine Ahnung. So ein paar Ranzel-Energiespeicher machen. Haben wir nicht mehr so viele. Naja, okay. Ich habe mal hier unten ein bisschen weiter gemacht. Zum einen haben wir da hinten jetzt so ein bisschen Platz. Ich glaube, die sind fertig. Können wir abbauen. Und den auch. Ah, da ist noch mehr Kohle. Ist alles voller Kohle hier. Aber ich befürchte, wir brauchen ja jetzt. Also das Ding funktioniert ja eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Hier ein Fließband gemacht und hier hinten, da ist ja das Kupfer, was wir erstmal haben. Keine Ahnung, wie lange das reichen wird. Und ja, den. Was sind das für Geräusche? Die Energie hole ich mir von hier vorne ab. Das ist eine überlastete Energiequelle, würde ich sagen. Mal gucken, wie lange das gut geht und reicht. Ich denke mal nicht allzu lange. Keine Ahnung. Irgendwelche komischen Geräusche wieder. Und jetzt. Ach, das kannst du nicht. Der ein Problem hier? Ach so, da könnte man so einen Bohrkopf reinmachen, ne? Aber habe ich glaube ich keinen mehr. Wir müssen neue Bohrköpfe herstellen, damit der schneller arbeitet. Ne, und das geht wohl nicht. Dann mache ich hier so eine Logistik hin und sag nur hinzufügen. Ja, eigentlich. Hat er diese Geräusche? Ja, und jetzt müsste der eigentlich hier automatisch arbeiten, ne? Und die Dinger herstellen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Forschungseinrichtung. Da muss man nochmal nachgucken, wie man die baut. Was sind das für Geräusche? In dem Spiel habe ich ständig irgendwelche Geräusche, die ich nicht zuordnen kann. Da ist doch bestimmt irgendwas Ranziges bei, was ich da in den Koffer stecken kann, damit die abhauen, oder? Das vielleicht hier. Und das vielleicht. Boah, irgend so ein Sortierdingen wäre gut, ne? Dass man. Leck mich doch am Arsch. Ich weiß nicht, was das wieder für ein Geräusch ist. So ein Filter, weißt du, wo ich sagen kann, die Barren gehen in die Richtung und die Barren gehen in die Richtung, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in dem Spiel so was gab.
Vielleicht können wir das auch einfach nur noch nicht machen. Ach so, ich wollte eine Forschungseinrichtung bauen. Forschung, hier. Ach, wir brauchen dafür Forschungskapseln und Platin. Oh, dann muss der aber noch eine Weile arbeiten hier, schätze ich mal. Ach so, ein Bohrkopf. Bohrkopf machen wir jetzt direkt, damit das schneller geht. Ein Bohrkopf. Der wird hier sein, ne? Bohrkopf hier. Oder Motor. Crafting. Crafting. Nochmal 5. Wegen der Sicherheit. Was machst du eigentlich hier unten? Kommt das hierher? Das Ding ist das. Ich schwör's dir, haben wir. Ich brauche. Scheiße. Ich brauche eine Waffe. Habe ich nicht? Der ist das. Das ist so ein komischer Teil. Oh. Crafting. Crafting. Ja, sind Ranzel-Lasertürme, aber ich glaube, die kannst du sogar verwerten für den anderen Scheiß. Stelle ich. Ne, der macht nichts. Reichweite wäre aber okay. Aber siehst du, ich kann den nicht abbauen. Kann auch. Da ist er. Schieß auf ihn. Oh, der ist zu groß. Deshalb kann der nicht auf ihn schießen, ne? Alter. Diese Dinger, ne? Ich finde die so ätzend. Ey, du siehst die nicht, weil die so. Ja. Huch. Gib den her. Was Low Storage? Wer hat Low Storage? Hör auf damit. Ey, da ist so ein Viech einfach hier unter der Erde. Jetzt kann ich hier noch zusehen, dass ich hier Waffen hinstelle oder was. Alter, hätte ich mal lieber überirdisch gebaut. Ich weiß im Moment nicht, ob das alles eine gute Idee ist, was ich wieder mal mache. Wo sind denn jetzt diese scheiß Dinger? Hier. Ja. Ja. Mach so. Oh Mann. Wie sieht's hier aus? Du kommst klar, du. Achso, du wolltest einen Bohrkopf. Nein. Bohrkopf. Wo ist er? Da. Nee. Da. Motor, Motor, nicht Bohrkopf, Motor. Ich glaube, diese Bohrköpfe, die nutzen sich sogar ab nach der Zeit. Aber zumindest kriegt der Ofen genug Energie.
Das ist schon mal ganz gut. Ja, und wir brauchen auch die Dinger brauchen wir auch, ne? Zum Herstellen. Lass noch mal gucken gehen, wie viel wir brauchen. Wir brauchen das ja 9-mal. Für so eine Forschungseinrichtung. Aber wir brauchen nur eine Platine. Also haben wir Platine haben wir genug. Das heißt, wir brauchen 45 Forschungskapseln. Das wird möglicherweise noch einen Moment dauern, bis der die fertig hat. Das Einzige, was wir dem jetzt Gutes tun können. Oh, Alarm. Warum? Oh, wir haben... Wir brauchen auf jeden Fall neues Zinn. Ich hole mal schon mal neue Zinnbarren. Braucht man immer mal. Und wenn die gerade da sind, dann schnappen wir uns die auch ab. Ich stelle jetzt mal, stelle die mal hier hin. Und pack mal Sachen, die wir akut nicht brauchen. Ja. Das war ja jetzt effektiv. Hier das Ding, ne? Brauchen wir vielleicht später noch, weiß ich nicht. Man müsste dann natürlich auch mal hier zwischendurch mal da reingucken, was wir da noch drin haben. Und diese verdammten Pflanzen. Guck mal, da steht 3, 6, 7. Hä? 5. 32. 7. Hä? Muss ich das verstehen? Und dann kann ich sie da reinsetzen. Auf einen. Hä? Ah, wahrscheinlich maximal 32 oder was? Eins. Und die lassen sich nicht stecken. Und hier ist wieder... Oh, gekühlter Höhlenstein, ja. Oh, wir sind schon wieder unter Angriff. Weiß nicht von... Oh, jetzt kommen sie auch von da. Jetzt plötzlich kommen sie auch von da. Eigentlich wollte ich das ja hier noch ein bisschen ausbauen, aber das hat bisher auch nicht funktioniert, ja? Ja, lass uns mal gucken, wie viele Module da jetzt drin sind. Der arbeitet zumindest halbwegs fleißig, 24. Und ich habe auch keine im Inventar aktuell, ne?
Ja, die Dinger könnten wir in die Kiste legen. Die brauche ich nun wirklich nicht. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und das ist echt ein Problem hier mit ihm. Dass der genug Energie kriegt. So auf jeden Fall nicht. Und ich schätze, mit dem Forschungslabor wird das noch viel schlimmer werden. Aber mit den Dingern kannst du nun mal nicht mehr Energie übertragen. Dann müsstest du ihm tatsächlich selber einen Generator geben. Aber das wäre jetzt vielleicht. Kann ich auch anders machen. Für den Moment nicht die verkehrteste Idee. Zumindest für den Moment. Damit wir hier ein bisschen mehr Druck in die Sache reinkriegen, weißt du? Selbst damit nicht. War der versorgt denn schon? Also, ich glaube, am Anfang geht das vielleicht noch, aber später brauchst du, glaube ich, echt eine ganze Menge von diesen Forschungskapseln. Im Endeffekt ist dieses Spiel da genauso fies wie Factorio, wo auch Tonnen davon brauchst. Guck mal, was der da oben schreibt. Baue Nickel ab oder schmelze es. Irgendwie habe ich das Gefühl, Nickel könnte das nächste Erz sein, was wir finden. Ja, baue ein 3x3x3 Labor. Ich schätze mal, dafür brauchen wir aber mehr Platz. Also wir haben ja hier nur eine Höhe von 3 und ich weiß nicht genau, wie hoch das Ding wird. Und du musst es mit Energie versorgen. Und das Problem ist ja, ab einer gewissen Tiefe funktionieren diese Generatoren auch nicht mehr ja, so effizient, wie sie funktionieren sollten. Das könnte ein Problem werden. Ich denke mal, ich weiß nicht, wenn ich die Labore jetzt hier hinstelle, ja, so mit so ein bisschen Abstand hier irgendwie, ich glaube, wir müssen hier noch weiter graben. Generatoren habe ich. Ich mache mal einfach hier weiter. Generator rein. Oh, wir haben keine Kisten mehr. Kiste rein. Kohle rein. Grabegerät drauf. Grab. Und hier mache ich das gleiche. Stelle ich auch noch einen hin. Weiß ich nicht, hier. Ach nee, kann ich ja nicht. Ich habe keine Kiste, ne? Ja, kann ich die hinstellen, solange. Generator. Grabgerät. Kriegen wir ja alles wieder. Oh, da sind Erze. Da sind Erze. Ich hoffe, das reicht an Platz. Nicht, dass wir nachher Probleme kriegen. Wie sieht aus? Your base is under attack. Ja, bin ich nicht an der Attack.
Leer? Alter, wie schnell haut der die Kohle raus? Willst du mich verarschen? Heftig, ey. Your base is under attack. Er bleibt mal ruhig. Greifen aber nur von der Seite an, ne? Na du? Du musst jetzt sterben. Zeig doch. Besonders schnell seid ihr nicht. Haben wir eigentlich noch... müssen mal leer machen hier. Hoch. Vielleicht müssten wir auch Neues holen. Weiß ich gar nicht. Oh, Lithium. Guck mal, wie viel Lithium wir haben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nehmen wir direkt ein paar Spulen wieder raus. Hier ein paar Zahnräder. Ich weiß nicht, wie viel wir haben, aber immer gut, Neues zu produzieren. Und hier müsste einfach Zinn rein, damit wir hier hinten primäres Aufwertemodul. Für irgendwas brauchst du das, wenn du was bauen willst. Ich hol mal wieder Zinn ab. Oh, der arbeitet. 90 Stück nur. Wieso denn? Wieso denn nur 90? Ein bisschen was haben wir. Dann kann er neu machen. Vielleicht haben wir ja jetzt genug zusammen, ne? Wäre mal schön. Drei Stück, ey. Drei nur, ey. Ja, mein ganzes Kupfer. Ich hole mir neues. Ach so, hier könnte man auch mal wieder. Wir brauchen Kupferdraht, Zinnplatte. Kupferdraht, Zinnplatte. Und dann haben wir direkt wieder Förderbänder. 362, sieht gut aus, sieht gut aus. Wie sieht es hier aus? 20 freie Plätze. Naja, der macht aus einem, macht der 5 oder so. Also die kleinen Binder sind super billig. So. Was ist hier unten los? Schon wieder leer gesaugt. Das ist nicht wahr. Mach jetzt schneller. Oh, das ist aber ein gutes Zinnvorkommen, ne? Oder? Also Zinn haben wir. Erstmal. Und das sieht auch nicht schlecht aus. Kohle haben wir auch ein bisschen. Schön. Schön, schön. Das ist schon mal ganz gut. Machen wir hier weiter.
Du holst wahrscheinlich auch nicht mehr viel raus hier, ne? Ja. Man, es ist zwar schön, dass wir diese Vorkommen haben, aber erstmal nehmen sie uns den Platz weg. Das ist ein bisschen doof da dran. Nee. Unser Fahrstuhl hier, das ist ja, das ist ein bisschen suboptimal, ja? Ach nein, das ist unsere Falle, nicht unser Fahrstuhl. Okay. Müssen wir nachher wieder zumauern, wenn der fertig ist. Das soll so natürlich nicht sein. Aber ich lasse ihn trotzdem da noch ein bisschen graben. Ist okay. Unser Fahrstuhl. Wo ist denn unser Fahrstuhl? Ich bin verwirrt. Der muss ja da sein. Wie kann denn da die Falle sein? Falle müsste doch. Ist egal. Ich kann mich gerade nicht mehr orientieren. Haben wir jetzt genug von den Dingern zusammen? Warum machst du keine mehr? Kohle? Ach so. Ach so. Ach so. Jetzt. Jetzt, ach so, das ist falsch. Ich wundere mich, warum der sich so viel Kohle reinhaut hier. Hör mal auf damit. Echt, echt. Dann kann es ja auch nicht weitergehen. Mach so. Blöd, Mann. Ehrlich. Ja, toll. Gib alle. Nicht wahr. So, jetzt brauchen wir eine Forschungsstation. Oh Mann, ey. 9. Herstellen 9, ja. Crafting. Lass. Ja, ehrlich? Was? Okay, wie auch immer. Very hungry, ja. Ja, Strom. Viel Strom will er haben, sagt er. 3 hoch ist das Teil. Wird also theoretisch von der Höhe da sogar reinpassen. Jetzt ist nur der Punkt, dass wir mit Strom versorgen müssen. Ja, am besten von unten, ne? Ich frage mich halt nur. Okay,
Ich dachte schon, ich könnte das nicht abbauen. Ich hoffe, die Generatoren, die laufen nachher auch noch, wenn wir die jetzt noch tiefer setzen, wenn wir hier quasi hier drunter dann noch eine Versorgung machen. Oh. Also. Wäre quasi erstmal mein Vorschlag dazu. Effizienz 100%. Also da arbeitet er auf jeden Fall noch mit 100%. Lassen wir ihn das mal ausbrutzeln. Wie wir das nachher mit der Energieversorgung machen, keine Ahnung. Wenn wir uns bis dahin gebuddelt haben, dann holen wir uns da die Kohle weg, entritschen die, schicken die in Massen hier hin und knallen da Generatoren drunter. Ich werde das mal zur nächsten Folge ein bisschen ausbauen und dann schmeißen wir die Forschungsanlage an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen wäre schön, Kommentar wäre schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.